Ein herzliches Willkommen zum Einsamen Wolf. Schauen wir mal, was die dabei haben. Ein Granatziegel plus 2 Stärke. Nee. Ja, das ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir ja gesagt, wir müssen mal in unser Inventar rein. Ja, jetzt haben wir natürlich nicht mehr... Ihr versteht. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr das... Ist nicht gut. Wenn wir dann bei dem Bosskampf sind, ne, könnte das sich als fatal erweisen, dass wir hier die Effekte nicht mehr wegmachen können. Außerdem wird das hier wahrscheinlich, ja, wird immer schlechter. Wir sollten nochmal zurück, wenn es geht. Wir sollten wirklich nochmal zurück. Was brauchen wir denn hier noch? Vielleicht hier, ne? So. Was haben wir eigentlich hier noch? Ach, entfernt Fallen, ne? Das ist aber Blödsinn, ich denke. Erhöht die Geschicklichkeit. Für 5... Das können wir auch mal einsetzen. Oder? Wir werden auf alle Fälle beim Endkampf das hier nehmen und das. Das wird mit reinkommen. Naja, lassen wir es erstmal so. So. Bevor ich diese Halle betreten habe, hätte ich niemals geglaubt, dass ich mich so vielen Feinden auf einmal stellen muss. Ich spüre, dass ich meinen Sieg nicht ohne fremde Hilfe errungen habe. Ich bin mir sicher, dass ich ein wenig göttliche Unterstützung hatte. Ja, mich mit meiner Maus, die nicht anständig geht. Der Gott Kai war bei mir, hat jeden meiner Hiebe geführt und mich zu allen Seiten hin geschützt. Ich bin ein großer Krieger geworden, was die Anzahl der zerteilten Feinde beweist, die auf dem Boden verstreut liegen. Aber Kai war bei jeder meiner Bewegung bei mir, ebenso wie die willkommenen Geister meiner untergegangenen Ordensbrüder. Ich bete, dass sie für immer über mich wachen mögen. Dieser Gedanke tröstet mich und ich verlasse die Kammer so schnell, wie es meine erschöpften Beine zulassen. Dies war eine große Schlacht und ein würdiger Sieg, aber ich befürchte, dass das Schlimmste noch vor mir liegt. Mir einen Weg durch dieses Stockwerk des Turmes zu bahnen, war nicht gerade einfach, aber ich habe schon einen langen Weg zurückgelegt und bin mir sicher, dass die Treppe zur nächsten Ebene nicht mehr allzu weit sein kann. Ich gehe weiter einen dunklen Durchgang entlang, bis ich einen unerwarteten Druck auf mir spüre. Meine Gliedmaßen, sie fühlen sich schwer an. Meine Augen beginnen sich von selbst zu schließen. Jeder Schritt, den ich mache, ist viel anstrengender als der vorherige. Ich komme noch 5 Schritte weit, bevor ich bewusstlos auf dem kalten Steinboden zusammenbreche. Nach einer gefühlten Ewigkeit aus Dunkelheit nimmt meine Umgebung wieder Gestalt an und ich finde mich am vertrauten Schauplatz der Abtei wieder. Erneut spendet mir die Asche keine Freude. Finde ich innerhalb der dicken Granitmauern keinen Trost. Dies ist der gleiche verlassene Ort, der schon zuvor meine Albträume beherrscht hat. Der Klang von Schritten erhallt in meinen Ohren wieder. Dann tauchen aus dem Schatten 3 unheimliche Silhouetten auf. 2 kommen von links auf mich zu, die dritte nähert sich mir von hinten. Die Geschöpfe sind mir bekannt. Es sind dunkle Traumversionen von mir selbst, die keinerlei Gesichter haben, aber dennoch erschreckend vertraute Stimmen besetzen. Sie kommen näher und beginnen mich zu umkreisen, während jeder der schemenhaften Doppelgänger mir mit finsterer und bedrohlicher Stimme schaurige Worte hervorstößt. All diese Leiden, all diese Verluste, ne, wissen viele, war das, sagt die erste Stimme. Die zweite fährt fort, wo die erste aufgehört hat. War es Vonotars Fehler oder der Fehler der Bruderschaft des Kristallsterns, die Vonotar nicht aufhalten konnte, bevor er euch alle verraten konnte? Vielleicht, schlägt der dritte Schatten vor, während er näher herantritt, liegt der Fehler auch bei deinen Meistern, die nicht stark genug waren, um zu siegen. Die Gestalten bleiben abrupt stehen und stellen sich in einer Reihe vor mir auf.
Flackernde Schatten wirbeln überall um uns herum, als würde in der Abtei noch immer ein Feuer lodern, das ich weder sehen, hören noch fühlen kann. Nein, 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 rufen sie alle gemeinsam. Es ist ein Fehler, Fehler. Es ist schon immer dein Fehler, Fehler gewesen. Die Silhouetten verschwimmen zu einer wirbelnden schwarzen Wolke und ich werde von einem plötzlichen Energiestoß zurückgeworfen. Die Wolke verdichtet sich zu einer einzelnen, lichtlosen Gestalt. Drei Stimmen schreien im schrecklichen Einklang auf. Eine ist von Zorn erfüllt, eine von Schuld und die dritte, es mangelt an jeglichem Zeichen von Hoffnung. Für die leere Leere und das Nichts, Nichts, Nichts. Na super. Na super. Wir haben eigentlich nur das hier. Tjo. Tja, das sind keine guten Kämpfe hier, ne? Gegen einen selbst. Ihr habt gesehen, dass wenn ich mich selbst verwunde, praktisch, also den Feind, dann verwunde ich mich auch. Also, ihr seht's gleich, ne? Das ist alles nicht schön. Hab keine Ahnung. Vor allen Dingen, wenn ich mir irgendeinen Trank einwerfe, dann ist es genauso. Trotz alledem. Ich beginne trotzdem mit dem Sommerswert. Auch wenn es mich trifft. Was denn jetzt? Okay. Ist ja so. Seht ihr, das trifft mich genau. Das ist alles nicht schön. Die Frage ist, passt auf, müssen wir uns erstmal heilen. Wir heilen aber genauso den. Ja, und das ist echt übel. Echt, echt übel. Echt und übel. Hm. Ich ziehe zwar immer von ihm ein bisschen mehr ab, ändert aber nichts an der Sachlage. Sag mal, wenn ich meinen Wolf hole, holt er dann auch seinen Wolf? Schwer zu sagen. Ah, nee! Der war so gut. Obwohl, der hat mich auch mitgeheilt. Der hat mich auch mitgeheilt. Dann werde ich mal in... Obwohl... Moment. Der ist so gut wie tot. Verdammt. Der ist eigentlich so gut wie tot, ne? Da sind wir mal gar nicht so. Haben wir es geschafft. Gut, das sind immer schwere Kämpfe gegen einen selbst, ne? Das sind echt schwere Kämpfe. Gut. Haben wir's. Der Sieg über die Dunkelheit lässt nur noch mehr Dunkelheit aufsteigen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich bewusstlos war. Doch als ich endlich aus meinem düsteren Schlummer erwache, ist das schmale Fenster über mir immer noch ohne Licht. Dahinter liegt der Nachthimmel.
Egal wie lange ich bewusstlos war, es ist offensichtlich, dass die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Es ist ein Segen, dass man mich nicht entdeckt hat, während ich hilflos auf dem Boden gelegen habe. Ich komme langsam wieder auf die Beine und fühle mich von meiner Tortur etwas zittrig und benommen. Ein beunruhigender Gedanke macht sich in meinem Kopf breit. Habe ich die Macht des Amuletts endlich bezwungen oder wird es mich wieder niederstrecken, wenn ich es am wenigsten erwarte? Fürs Erste gibt es keine Möglichkeit, dies mit Sicherheit zu sagen. Das Verlangen, weiterzugehen, erfüllt mich mit einem neuen Gefühl der Dringlichkeit. Gunza, Leandra und der Höhepunkt meiner entscheidenden Mission sind jetzt nicht mehr weit. Tja, Stärke gibst du mir ja nicht. Und die Keilkraft wird ja nicht erhöht, ne? Und die Ausdauer auch nicht mehr. Oh, nur Intelligenz. Und ein bisschen Geschicklichkeit. Ja, ein bisschen hat sich doch erhöht. Ein bisschen hat sich ja doch noch erhöht. Dämmerung über Vtag, Kapitel 3. Ich habe endlich den vierten Stock von Vtag erreicht, ohne auf weiteren Widerstand zu stoßen. Aber nicht alles ist in Ordnung. Ich fühle mich fiebrig und meine Haut ist kalt. Am Rande meines Blickfeldes tanzen unkontrollierbare Schatten umher. Die Farben laufen ineinander. Wenn ich mich stark konzentriere, kann ich diese Erscheinung vertreiben. Aber in dem Augenblick, in dem ich meine Konzentration oder in dem meine Konzentration nachlässt, fängt die Welt um mich herum wieder an, sich zu drehen. Die heimtückische Wirkung von Gunzas Shianti-Amulett hält immer noch an. Nun muss ich mich neben den Feinden, auf die ich noch treffen werde, auch noch mit meiner verzerrten Wahrnehmung herumschlagen. Das Einzige, was mir etwas Trost spendet, ist das Wissen, dass ein geringerer Sterblicher durch die Magie des Amuletts bereits getötet worden wäre. Was ist echt? Was ist Illusion? Und macht das an diesem schrecklichen Ort am Rande der finsteren Länder überhaupt einen Unterschied? Ich schnaufe durch und finde die Kraft, weiterzugehen. Ich nähere mich der Spitze dieser furchtbaren Festung und meine gefährliche Reise nähert sich ihrem Höhepunkt. Vor mir sehe ich einen glänzenden Steinkorridor, der nach Westen und nach Osten führt. Bogenfenster lassen einen schwachen Schimmer schwindenden Sternenlichts herein. Irgendwo in der Ferne kann ich verzweifelte Trakarim-Stimmen hören. Ich kann nicht jedes der gesprochenen Worte verstehen, aber zwei Sätze durchdringen den chaotischen Lärm ganz deutlich. Deidetz, Danotz, der Ostflügel, ist sicher. Jadim Guts, Okaka, Derek, Dotzatstix. Soldaten, bewaffnet euch, geht in den Westflügel. Keine feindlichen Kämpfer scheinen sich in meine Richtung zu bewegen. Aber der schwindende Nachthimmel erinnert mich daran, dass mir die Zeit davonrennt. Der östliche Horizont wird mit jeder Minute heller. Die Dunkelheit der Nacht weicht dem nahen Morgengrauen. Falls der schwarze Lord Harkon bei Sonnenaufgang in Vtag ankommt, dann muss ich so schnell ich kann weitergehen. Ich muss mich jetzt entscheiden, wie ich die Blockade der Trakarim am besten überwinden will. Werde ich nach Osten gehen, wo der Feind glaubt, alles gesichert zu haben? Oder werde ich nach Westen mich wenden, um mich den Soldaten zu stellen, die man dorthin befohlen hat? Keine Ahnung. Dies machen wir es eh verkehrt. Ja, ich sollte mal wieder zurück. Einmal noch. Ich muss nämlich nochmal reparieren und so Zeugs. Tut mir leid. Einmal müssen wir noch zurück. Nützt nix. Na so. Das war nicht gut, ne? Oh, Unheilswölfe. Danke. Und was hast der andere noch zu sagen? Kurz bevor ich draufdrücken konnte. Die Frage ist natürlich, wie das mit der Meditation dann aussieht.
schlecht. Schaden mache ich ja zurzeit nicht. Wenn man trifft, ne? Wenn sie einen treffen lassen. Manchmal lassen sie es nicht. Manchmal lassen sie es einfach nicht zu. Wumm. Haut's ihn um. Haut es ihn um. Ja, der Wolf sieht irgendwie noch ein bisschen gefährlicher aus als der. Gut. So, was hätten wir noch anzubieten? Ja, wir haben noch ein bisschen was. Vielleicht können wir den sogar... Nein, das war nicht schnell genug. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, jetzt meditieren wir, ne? Und das könnte natürlich übel werden. Vielleicht ist es sogar besser... Ich meditiere nicht, sondern werfe mir hier was ein. Schwer zu sagen. Ich werde wahrscheinlich noch 5-mal angegriffen werden. Wenn ich da jetzt runtergehe. Probieren es trotzdem mal. Wäre schön. Wäre zu schön. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich bin mal gespannt, ob wir in jeder Runde hier angegriffen werden. Aber ich muss noch mal zumindest reparieren. Nützt ja nichts. Sieht gut aus? Sieht gut aus. So. Jetzt. Was können wir denn eigentlich verkaufen? Nicht viel, ne? Das Ding brauchen wir, falls irgendwas passiert. Das hier, das kann weg. Auf alle Fälle. Wir brauchen auf alle Fälle... Oh, wir haben gar nicht so viel, ne? Sehe ich gerade. Passt auf. Wir werden als erstes mal auf alle Fälle noch den hier auf volle Stärke bringen. Gehärtetes Bronin 5. Gehärtetes Bronin 5. Boah, meine Güte. Meine Güte, werden wir uns... Da kann man sich ja gar nichts kaufen. Das ist viel, oder? Hm. 3 Königsleder, 4 Walnüsse. 3 Königsleder, die kosten auch jede Menge. Und noch 4 Walnüsse. Und noch natürlich, was das kostet, ne? Hm. Wir verkaufen mal, was wir hier noch so haben. Wir können es ja dann wieder zurückkaufen irgendwie. Wenn es denn sein muss. So. Was brauchen wir? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. 5 oder 4 von den Walnüssen? 4. 4 Walnüsse. Hier haben wir sie. So, dann gib's uns. Gut. Damit hätten wir das schon mal auf volle Stärke gebracht. So, dann kommst du dran. Das repariert natürlich. Und dann... Hm. Ja, wird noch unsere Rüstung mit repariert.
Und ich repariere trotzdem mal das Ding hier. Falls wir es noch brauchen. Gut. Das so Messerschneider. Achso, ne, die braucht man nicht. Die können wir verkaufen. Hä? Ja, mal. Echt? Na dann. So, da habe ich vorhin gar nichts gesehen. Dann kaufen wir uns trotzdem mal zwei von den blauen Tränken da. Nee, nicht blauen, entschuldigt. Von den lilanen. Ja. Ich habe nicht genügend Gold. Moment. Dann werde ich hier Lieder verkaufen. Und Eisen, mir Gold. Und Eiche. Und Esche. So. Ich will trotzdem zwei von denen hier. Was? Oh Gott. Weil dann verkaufen wir eben noch. Ich will zwei von denen mir holen. Verkaufen wir das nicht. 511. Meine Fresse. So, zwei Stück. Gut. So, ansonsten sieht's nicht schlecht aus, finde ich. Ein Tunnelfeger könnte man noch, wenn es noch ginge. Ein Tunnelfeger nehmen wir noch, ne? So, wo ist er, unser Tunnelfeger? Tunnel, 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 Tunnel. Ja. Gut, dann haben wir alles, ne? So, hier ist alles perfekt. Dann machen wir uns wieder auf dem Wege hier rauf. Und hoffen, dass nicht so viele Kämpfe dazwischen sind. Habe ich jetzt gar keine Lust mehr so richtig drauf, auf so kleine Kämpfe. No, das war doch mal nicht schlecht. So, jetzt mache ich für heute Schluss. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.